Welcome bei Church at Home. So schön darf man nochmal Church at Home erleben. Es wird auch das Mal wieder inspirierend und spannend. Wir starten mit einer Story von einem verliebten Pärli. Wir werden ein Q&A haben und eine Kurzmessage von unseren Pastoren. Und jetzt fangen wir gerade an mit Schmetterling im Bauch. Und zwar mit der Geschichte von Silas und der Katharina. Viel Spass! Also mein Name ist Silas Benz. Ich bin 29 geworden. Ich bin aufgewachsen in Zevelen, bin dann aber mit 19 mit den Eltern zusammen dann auf Grabs gezügelt und habe eine Lehre gemacht als Drucktechnologe, das auch zu Grabs. Und nach einer Weiterbildung, die ich gemacht habe, habe ich gemerkt, ja, ist nicht so das, und habe dann nachher ein Studium angefangen zum Wirtschaftsingenieur, wo ich jetzt gerade im Schlussspurt bin. Genau. Ja, ich bin Katha, also Katharina Felix, werde 29. Ich bin zu Unterschwatz aufgewachsen und dann haben sich meine Eltern aber scheiden lassen. Dann bin ich mit der Mama auf St. Margrethe gezügelt und jetzt bin ich seit 8 Jahren zu Buchs. Ich arbeite in der Telekom Liechtenstein, im Liechtenstein. Und ja, das ist das, was ich momentan mache. Ja, wo soll ich anfangen? Ich bin zwar christlich aufgewachsen, christliches Elternhaus, hatte dann aber in meinen Teenagerjahren eigentlich nicht mehr so viel mit dem Glauben zu tun gehabt. Auch dadurch, dass ich einfach kein christliches Umfeld hatte. Bin dann auch, ja, wie gesagt, nicht mehr so im Glauben unterwegs gsi und hatte dann auch eine längere Psyche gehabt, mit 19 bis 26. 7 Jahre ist gegangen und wo die Psychik nachher in die Brüche gegangen ist, habe ich mich wieder angefangen, mit dem Glauben auseinanderzusetzen. Und genau, dann bin ich auch wieder heimgezogen zu meinen Eltern und sie haben mich dann nachher in die FEG mitgenommen, die FEG zu Buchs. Das war 2017 und dann bin ich dort reingekommen. Und dann ist sie dann nachher auf mich zugekommen und hat gesagt, hey, ich bin Katha. Und hat so, wie sie ist, halt mich offen und so. Und ich so, oh, hat noch Potenzial, die Frau. Nein, ja, und das war einfach unsere erste Begegnung und hat sich dann aber nachher nichts herausgegeben, weil ich dann sonst noch genug andere Baustellen hatte und ich habe mich aufgeräumt in meinem Leben. Ich habe mich dann auch mega konzentriert eigentlich auf den Glauben. Genau, und bin eigentlich auch nicht gross auf der Suche nach einer Frau. Und das hat sich nachher dann ein bisschen geändert, und zwar ja, jetzt 2,5 Jahre später, also nach 2,5 Jahren Single sein, ja, haben mich meine Eltern letzte Weihnachten eingeladen, um ins Weihnachts-Special zu kommen. Ich glaube, am 22. Dezember war. Dort habe ich schon gedacht, ja, soll ich jetzt gehen oder soll ich nicht? Man hat ja sonst schon immer genug anderes zu tun an Weihnachten. Und dann bin ich halt gegangen. Bin nachher dort in der zweiten Reihe zuvorderst gehockt. Und sie ist dann nachher auf die Bühne gekommen und hat angefangen zu singen. Dort ist sie mir halt dann quasi wieder so ein bisschen in den Sinn gekommen. Ah ja, das ist eine Katha. Ich war aber immer noch der Meinung, dass sie eigentlich einen Freund hat. Und darum habe ich es eigentlich gar nicht gross beachtet. Und zwei Tage später oder so, hat es mich eigentlich wundern genommen, ob sie einen Freund hat. Und habe dann meine Mutter hat dann so durch die Blume gefragt, ja, wie ist es denn mit der Katha? Hat sie noch einen Freund? Und dann hat die Mutter gesagt, nein, sie glaubt es nicht. Und so. Und dann hat sie gesagt, ah, gut zu wissen. Nochmals ein paar Tage später, und zwar glaube ich am 2. oder 3. Januar, schreibt mir einfach meine Schwester so, hey, wie wär's mit der Katha von der FEG? Ich so, hey, wieso kommst du jetzt mit dem, oder? Und dann hat sich irgendwie herausgestellt, dass sie bei meinem Onkel war am Essen und irgendwie hat sich dort irgendwie jemand verplappert und hat dann halt ja irgendwie gesagt, dass sie quasi Interesse hätte. Und dann, genau, und nachher haben wir dann, ja, eigentlich, wie soll ich sagen, also, überrungen quasi, um ihre Nummer dann zu holen. So. Genau, dann habe ich die Nummer bekommen und dann haben wir einmal geschrieben. Genau, und dann hat sich dann das so entwickelt. Genau, ja, es ist etwa 3-4 Wochen
haben wir uns getroffen, haben wir uns datet und dann ja, sind wir relativ schnell Zwei Monate? Ja. Was für zwei Monate? Zwei Monate. Im Januar hast du mir geschrieben, Oh, stimmt. Siehst du? Aber wir haben aber einfach so viel mal gesehen. Ja, das ist es. Das ist es. Genau. Und deine Sicht? Ja, ich bin nicht christlich aufgewachsen. Meine Eltern haben sich nicht getrennt, als ich etwa 8, 9 war. Und dann sind wir eben auf St. Margrethe gegangen und dann bin ich dort in die Schule gegangen, die Lehre gemacht und alles. Und irgendwann bin ich dann durch die Arbeit auf Bux gegangen und hatte dort dann auch einen Freund gehabt, der nicht gläubig war. Und nach dieser Beziehung hat es mir einen rechten Absacker gegeben, wo ich dann einfach auch recht in Partyszene und so reingerutscht bin. Ja, ein recht spezielles Umfeld halt auch hatte. Und irgendwann habe ich mich dann einfach an einem Tiefpunkt gefunden, wo ich gemerkt habe, so kann das Leben nicht weitergehen. Und mein Papa ist in dieser Zeit auch noch gestorben und das war für mich mega schlimm. Und darum hat es für mich wie keinen Sinn gemacht, dass es Gott gibt. Und irgendwann bin ich dann aber gleich durch eine Kollegin, die gläubig ist und das Buch auch in die Church geht, halt so zum ersten Mal Kontakt mit dem Glauben. Und dann irgendwann hat ein Typ von mir geträumt gehabt, weil ich auf der Suche war nach Gott. Und dann hat sich halt so Gespräche gegeben und so. Und ja, dann bin ich zum Glauben gekommen. Und seitdem gehe ich auch in der FG Bux in die Church. Und mit ihm war ich auch zusammen. Es war aber eine recht toxische Beziehung. Und ja, nach langem Hin und Her haben wir uns eben getrennt. Darum hat über den Silas gemeint, dass ich halt dort noch einen Freund hatte. Ja, und in der Zeit, wo ich halt echt allein war, habe ich so einen Paulus-Lifestyle leben. Und das Gefühl, ich brauche keinen Mann und ich will nie heiraten und so. Und alles für Jesus. Und ja, habe recht Gas gegeben, was mega Spass gemacht hat. Nicht, dass es jetzt anders ist. Aber dort hatte ich halt voll meinen Fokus darauf. Und recht viel dürfen erleben auch mit Gott. Und ich habe einfach mega dürfen wachsen im Glauben, auch meine Identität finden. Und je länger, je besser ich mich kennengelernt habe, desto besser habe ich auch Gott kennengelernt. Und ich durfte auch meinen Wert mega sehen und ich wusste, ich gebe mich nicht unter meinem Wert einfach ab in dem Sinn. Und dann habe ich auch angefangen, also irgendwann, wenn man halt mal einen Freund hatte, weiss man, kennt man auch die Benefits von der Beziehung. Und dann merkst du halt schon, dass du einfach gerne, über, oder ja, dass du einfach gerne mit jemandem das Leben teilen willst. Und ich habe einfach gewusst, hey, ich will nie mehr in so eine Beziehung hineingeraten, wie ich sie vorher hatte. Und ich wusste, der Mann, der irgendwann mal an meiner Seite sein sollte, der läuft einfach Jesus nach und der muss Jesus mehr lieben wie mich. Und dann habe ich Silas kennengelernt. Ja, und dann nach dem Weihnachtsspecial, also es ist echt, ich habe gesehen, ich habe gerade zu meinen besten Kollegen gesagt, oh mein Gott, wer ist das? Der ist so schön. Und also typisch Weiber, gell? Und ja, dann eben nach ein paar Wochen schreibt mir zumal seine Tante und fragt, ob sie darf meine Nummer am Silas weitergeben. Und ich denke, ja, fix. Wieso nicht? Ja, und dann haben wir uns angefangen, also wir haben glaube vielleicht eine Woche lang geschrieben miteinander, wenn überhaupt. Mm. Und dann haben wir uns schon getroffen und das erste Treffen ist 12 Stunden gegangen. Und dort habe ich recht gemerkt. Nein! Und dann habe ich halt dort schon gewusst, ja, also es hat auch mega gut gepasst, einfach auch, weil mir wichtig war, dass ich finde, es schon mega schön, dass ich christlich aufgewachsen ist, aber ich kenne trotzdem die Kämpfe, die man halt einfach hat, wenn man nicht christlich aufgewachsen ist oder wenn man halt eben den Background nicht hat. Und das habe ich mega schön gefunden, dass wir einfach können, so auf Augenhöhe auch über gewisse Sachen diskutieren und einfach auch die Offenheit, die wir gerade vom ersten Moment eigentlich auch hatten. Ja, voll. Ja, das habe ich mega schön gefunden und ja. Jetzt sind wir da unterschied. Also was ich mega haben müssen lernen, ist einfach, dass es mega wichtig ist, dass man einfach die gleiche Grundlage hat. Es macht es so viel einfacher, es ist so viel besser, wenn man einfach gemeinsam an den Weg bestreiten kann, am gleichen Strang ziehen miteinander, einfach die gleiche Vision hat fürs Leben. Und dazu gehört halt auch einfach, dass man die gleichen Werte vertritt. Und, ja, wie zum Beispiel einfach Ehrlichkeit. Und ich finde es so wichtig, dass man einfach von Anfang an schon ehrlich ist, dass man
alle Karten auf den Tisch legt und einfach transparent ist. Und ja, das habe ich halt einfach, ja, einfach gemerkt, dass in meiner alten Psyche jetzt auch mega viele Tabuthemen gegeben. Und es hat immer mehr Geheimnisse gegeben voreinander, man hat sich versteckt voreinander. Und ja, schlussendlich ist es dann halt auch unter anderem wegen dem dann in die Brüche gegangen. Voll, das ist auch das, was ich am Silas mega schätze und was ich mir auch als Frau gewünscht habe. Ein Mann, der ehrlich ist, ein Mann, der Jesus nachläuft, der ja, den gleichen Herzschlag hat wie ich. Und ja, ich bin davon ausgegangen, dass man das als Christ einfach hat. Wurde eines Besseren belehrt. Was aber voll okay ist, weil ich gewusst habe, dass Gott mich in seinen Händen hat und dass er zum richtigen Zeitpunkt kommt. Und ja, genau so ist es dann gekommen. Und genau dann, wenn ich es am wenigsten erwartet habe, ist zumal Silas bei uns in der Church gestanden. Und ja, ich liebe es einfach, mit ihm das teilen, was ich voll vermisst habe. Ich liebe es, einfach frei der Bibel lesen, um zusammen über Jesus reden, um zusammen beten können, um einfach Predigten zusammen schauen, um einfach auch beten. Also ich bin eher extrovertiert und bete halt auch. Gerne wird es herausfordernd und das ist einfach mega schön, dass er dort nicht gerade zutut und das Gefühl hat, oh nein, das muss ich jetzt nicht haben oder so. Sondern dass er dann einfach denkt, ja, eh, den halt. ja, das finde ich einfach mega schön und ja, das ist einfach das, wo ich einfach die Treue sehe von Gott. Wo ich weiss, ich bin manchmal nach einem Date heimgefahren und hat Gott einfach geworshippt, weil ich es nicht glauben konnte, wie gut er es meint mit mir, ja, dass wir den Silas gegeben haben. ja. Jetzt werde ich gerade ein bisschen emotional. Sorry. Ich hasse gleich. ja. Es ist einfach mega schön, um einfach zu sehen, wie gut das Gott ist. Und auch wenn ich Situationen hatte, wo ich das Gefühl hatte, mich vergessen oder so, ist einfach alles anders gekommen, wie ich es jemals mir erwünschen oder erträumen oder erbeten. Weil Gott einfach immer das Beste für uns bereit hat. Und ja, ich liebe das einfach zum sehen und zu wissen, dass das einfach so ist, ja. So, ich habe mich wieder gefasst. Ja, was ich eigentlich schlussendlich daraus gelernt habe, ist, dass mein Wert von Gott abhängig ist und nicht von einem Mann. Und ich möchte einfach mega die Frau ermutigen, egal wo sie jetzt dran sind, dass Gott sie nicht vergessen hat. Und er hat einen Ausweg bereit, egal wie die Situation aussieht. Und das ist einfach das, was ich mega lernen durfte. Zum Schluss wollen wir einfach noch ja, allen Leuten, die sich irgendwo in einer gleichen Situation befinden wie wir oder wie wir gewesen sind, wollen wir einfach ermutigen und sagen, hey, bleibt dran, schauen auf Jesus, schauen, was er für euch gemacht hat. Egal, wie schlimm das eure Beziehung aussieht oder, ja, oder eure Umstände, egal wie verzweifelt das ihr seid, hey, ja, kommt zu Jesus, er wird euch da wirklich helfen. Genau. Voll. Und was ich einfach auch mega gelernt habe, ist auch, oder was ich auch ermutigen möchte, ist, Jesus kennt deine Gefühle, versteck sie nicht vor ihm, bist ehrlich zu ihm, weil ihm kannst du eh nichts vormachen. Und ich glaube mega, dass wenn du einfach dein Herz Gott hergibst, er wird das Beste daraus machen. Garantiert. Voll. Danke Silas und Katha für die Goldnuggets, die ihr uns mitgegeben habt. Ich habe die Schmetterlinge im Bauch förmlich gespürt. Die nächsten zwei Sündige feiern wir zusammen eine Celebration, die alle Schweizer ICFs zusammen gestaltet haben. Das Thema wird sein Unstoppable Church. Dazu haben wir einen Teaser. Hey, hallo ICFs in der Schweiz. Am 31. Mai, das ist nämlich Pfingsten, und am 7. Juni, eine Woche später, feiern wir gemeinsam Celebration. Und das via Livestream. Hey, ich freue mich mega auf die zwei Sonntage zusammen als ICF Movement, als Schweizer ICF Movement. Wir werden nämlich zusammen in die Apostelgeschichte eintauchen, wo erzählt wird von den ersten Kirchen, oder? Und wie sich die entwickelt hat und wie sich das Evangelium verbreitet hat. Und spannend ist, die haben eine ähnliche, nicht die gleiche, aber eine ähnliche Situation gehabt damals. Es hat eine Verfolgung gegeben und sie haben sich nicht mehr können im Tempel in Jerusalem treffen. Und sie sind versprengt worden auf die ganze Welt.
Und der Unterschied zu uns ist, sie haben keine Videocalls gehabt, sie haben keinen Livestream gehabt zu den Aposteln, aber trotzdem ist die erste Kirche unaufhaltsam gewesen. Sie ist unstoppable gewesen. Und an diesen zwei Sonntagen schauen wir an, was die Schlüssel von der ersten Kirche. Was hat sie angetrieben? Was ist für eine Kraft dahinter gewesen? Was für ein Mindset haben sie gehabt? Und wir wollen lernen, wie wir als ICF Movement selber so unstoppable können werden. Vom Vorbild abgeschaut von der ersten Kirche. Und ich freue mich mega, das mit euch allen zusammen zu erleben und zu entdecken, was der Schlüssel für die erste Kirche war und was wir davon profitieren können. Mitarbeiter aus ganz vielen ICFs aus der ganzen Schweiz werden miteinander die beiden Celebrations gestalten. Wir werden zwei Livestreams aufschalten, einen am Morgen um 10:30 und den anderen am Abend um 7 Uhr. Und beides Mal starten wir bereits eine Viertelstunde früher mit einer Pre-Show. Hey, das ist so eine coole Idee, dass wir zusammen Celebrations feiern. Wir können leider nicht dabei sein von ICF Zürich Location, weil am Pfingsten haben wir bereits schon seit Jahren unsere Holy Spirit Sonntag, wo wir auch mit Deutschland verbunden sind auf High German. Und eine Woche später haben wir bereits schon etwas geplant, weil die Visite ist ja vor einem Jahr in den Himmel gegangen. Wir werden eine spezielle Celebration planen mit auch ihren Songs, die wir werden releasen, die sie geschrieben hat während ihrer Krankheitszeit. Und ich wünsche euch wirklich einen super Sunday. I'm so happy about it. Wir Pastors und Mitarbeiter freuen uns schon lange auf diese Celebrations und wir hoffen, dass auch du dabei sein willst. Am 21. Juni feiern wir wieder Taufe. Wenn du dich noch nicht taufen lassen hast, dann hast du die Möglichkeit, das dann zu machen. Darum melde dich doch an unter office@icf-chur.ch. Jetzt hast du die Möglichkeit, unsere Kirche finanziell zu unterstützen. Danke vielmals für deine Grosszügigkeit und für alles, was du in die Kirche investierst. Und jetzt sind wir ready. Oder besser gesagt, Pastors, sind ihr ready? Danke, Medea. Jawohl. Ich denke, wir sind ready für die Fragen. Und die erste Frage, die reingekommen ist, war, wie ist es für dich als Pastor, der die Kirche gegründet hat und voll auf dem Herz hat, und dann darf man plötzlich all seine Leute nicht mehr sehen? Es ist natürlich schon wirklich auf der einen Seite ein sehr ein komisches Gefühl, wenn du plötzlich einfach merkst, wie der Laden ist zu. Du siehst ihn nicht mehr so. Der Sonntag, der einfach komplett anders ist, das fühlt sich wirklich komisch. Und das hat sich für mich wirklich komisch und anders angefühlt. Aber auf der anderen Seite habe ich auch sehr schnell gemerkt, super, Halleluja, Kirche ist mehr als einfach nur jetzt der Sonntag hier in einem Gebäude, sondern es gibt so viele andere Möglichkeiten, einander können zu begegnen, mit Leuten unterwegs sein. Und so habe ich jetzt sehr schnell bei mir einfach eine Verlagerung gegeben. Genau. Ja, und auch ich, lieber Schatz, bin ready, um die Frage zu beantworten. Eine Frage, die reingekommen ist, hat geheissen, was ist dir am allerwichtigsten geworden in dieser Zeit mit Corona? Und ich habe dir eine klare Antwort: einen Bunker bauen. Wir müssen einen Bunker bauen und uns aufs Ende dieser Welt vorbereiten. Nein, natürlich nicht. Kabis, ich glaube, das, was mir am wichtigsten wurde, ist mir auch schon vorher am wichtigsten gewesen. Und das ist, dass alle Menschen den Jesus kennenlernen können. Weil jetzt, wo also die Versicherheit, auf die viele Menschen ihr Leben bauen, weggehen oder wegbrechen, glaube ich, ist es wichtiger denn je, dass wir mit dieser Message zu ihnen kommen können, dass Jesus der gleiche ist, gestern, heute und in alle Ewigkeit, und dass er jeden Mensch liebt und das Fundament wird sein von jedem Mensch, worauf wir unser Leben aufbauen können. Eine weitere Frage ist, eine gute Frage: Wie siehst du das Prinzip von Leidenschaft gleich noch angewendet in einer Situation wie Corona, wo du ja die Leiter nicht mehr so nach einfach bei dir kannst haben? Natürlich habe ich mir die Frage auch gestellt, was machen jetzt so die einzelnen Leiter?
wie nach sind sie noch bei ihren Leuten. Aber ich glaube, es ist so wie bei zwei Verliebten. Wenn zwei verliebt sind, die werden immer irgendwie Möglichkeiten finden, um in Kontakt miteinander zu treten. Man ist innovativ, man hat Ideen, wie auch immer. Und ich glaube, genau in dieser Situation, wie jetzt, zeigt es eben, dass Kirche mehr ist als eben das Gebäude. Und wir haben ja auch den Gedanken, die Vision von One Church, many locations. Und genau jetzt können wir das eigentlich wie anwenden. Und das ist eine Möglichkeit von jedem einzelnen Christ und auch von jedem Leiter, wo man sich irgendwo trifft oder mit Zoom, wie auch immer. Es gibt Möglichkeiten, um miteinander im Kontakt zu treten. Und ich denke, das ist wahrscheinlich sehr unterschiedlich. Hat das stattgefunden, bei den einen mehr, bei den anderen weniger. Aber jetzt bei mir persönlich kann ich sagen, natürlich hat sich vieles verlagert, aber ich habe in meinem Herz in genau gleich bin ich Jesus nachgefolgt und ich habe in dieser Zeit so viel, so mega tiefe, gute Begegnungen gehabt, mit Menschen. Also wenn du so weißt, ich habe genau gleich auch Kirche können leben und es war mega verbindend gewesen. Eine weitere Frage, die reingekommen ist, heisst, wie stellst du sicher, dass genau in dieser Zeit die Kirche nicht Rückwärtsschritt macht, sondern gleich kann Land einnehmen kann? Und das ist eine gute Frage und ich habe drei Punkte, die ich dazu sagen will. Erstens Gebet. Ich glaube, wenn wir Land einnehmen wollen, dann ist es wichtig, dass man das im Geistlichen vorbereitet und dass man betet. Wir haben mit einem befreundeten Paar angefangen, einmal in der Woche 35 aufzustehen und einfach eine Stunde zu beten, für dass wirklich Erweckung kann passieren in unserem Umfeld, in unserem Kanton, wo auch immer wir dran sind. Das Zweite ist, wo es möglich ist, mit Menschen unterwegs zu sein, Jüngerschaft zu leben, im 1:1 mit Leuten dran zu sein. Ich glaube, das ist so ein Schlüssel. Und das Dritte ist, hey, als Kirche am Puls der Zeit zu sein und die Möglichkeiten, die wir haben, wie zum Beispiel gerade mit so Podcasts, Online-Sachen, zu nutzen, um gleich die gute Botschaft in die Welt herauszutragen. Bevor wir jetzt zu der Kurzmessage kommen vom Nate und von mir, habe ich noch etwas ganz Spezielles. Und zwar, der Mann, der da hinter dieser Kamera ist, der Roy. Hey, was der Mann in den letzten Wochen geleistet hat, das ist unglaublich. Das kannst du dir nicht vorstellen, was er Woche für Woche investiert hat. Und Roy, spontan, ich weiss, ich bitte dich, kurz vorzukommen, dass wir dich mal gesehen. Ja, komm, ja, ist schon gut. Komm, und wir machen jetzt etwas Spontanes. Church at Home ist da spontan. Ich komme da schnell vor. Und zeig dich einfach kurz, du weißt ja, wie es geht. Aber Roy, danke vielmals. Social Distance, okay. Und ich weiss, bei dir ist der ganze Job weggebrochen. Und wenn ich es gefunden habe, Essen ist gleich immer überlebenswichtig. Und ich war im Coop im Namen vom ICF. Und ich habe dir da ganz viele, also feine Sachen gekauft. Und das ist einfach so ein kleines, herzhaftes Dankeschön. Und jetzt könnt ihr alle aufstehen und könnt klatschen. Roy und Nina, danke vielmal für das mega Investment. Und was wäre gewesen, wenn wir dich nicht gehabt hätten? Danke vielmal, Roy. Und jetzt darfst du das so mitnehmen. Und genau, jetzt darfst du irgendwie einen Schnitt machen, wow. Oder wie auch immer. Und dann fahren wir dann weiter. Das ist Church at Home. Danke vielmals. Wir sind ja Wahnsinn. Gut, Roy, dann will ich es einfach weitermachen, oder? Soll ich einfach weitermachen? Gut, dann machen wir doch das. In dieser Zeit werden wir ja medial überflutet von Wörtern wie Social Distance, von Einsamkeit, von Isolieren, ja sogar von Quarantäne. Und natürlich, die einen erleben es intensiver, andere gar nicht, ja wie immer. Aber grundsätzlich ist ja die Bibel das Spezialbuch, das uns so viel zu diesem Thema sagen. Und ich möchte mit dir ganz kurz nur so zwei Fenster auftun in dieser Bibel und schauen, was die Bibel sagt. Das Erste, das ist ein Bericht, den wir sehen
aus dem Gefängnis raus. Und Gefängnis ist ja noch mehr als nur Quarantäne. Und geschrieben von Paulus, wenn wir den Bericht, wenn wir die Verse lesen, es ist, wir können schon fast sagen, es ist schon fast so ein Anti-Quarantäne-Text. Aber er beschreibt das, der Paulus, mit folgender Masse. Jesus Christus, meinen Herrn zu kennen, ist etwas so unüberbietbar Großes, dass ich, wenn ich mich auf irgendetwas anderes verlassen würde, nur verlieren könnte. Seinetwegen habe ich allem, was mir früher ein Gewinn zu sein schien, also er redet da von einem Gewinn, und war jetzt ja noch so spannend, wenn du und ich könnten sagen, so, was für uns alles so ein Gewinn ist, materiell, emotional, was auch immer, also Gewinn. Und dann sagt er da weiter, dort von dem Gewinn zu sein schien, den Rücken gekehrt. Es ist in meinen Augen nichts anderes als Müll. Müll, hoppla. Müll, also ein Müllsack. Also er nimmt all die gewinnbringenden Sachen, all die Sachen, die man sozusagen auf der Gewinnseite die verbuchen, die nimmt er und sagt, Müll. All die Sachen, die bei uns ein Augenleuchten, einen Augenglanz hervorbringen, verblassen. Und er sagt, ich müll's. Es verblasst zu Müll. Und er tut das nachher weiter erklären. Und sagt es folgendermaßen: Denn der Gewinn, nach dem ich strebe, also er geht schon auf Gewinn aus. Und er ist sogar ein Streber gewesen. Er sagt da, der Gewinn, nach dem ich strebe. Also, er war nicht einfach ein blasses Nütterli, sondern er hat schon gewusst, was er macht. Und er hat das folgendermaßen gesagt, der Gewinn ist, nach dem ich strebe, ist Christus. Es ist mein tiefster Wunsch, mit ihm verbunden zu sein. Durch das immer mehr kennenlernen und entdecken von dem Jesus, hat es ganz viele Verschiebungen angefangen in seinem Leben und ganz neue, andere Sachen sind ihm wichtig geworden, die ihn ausgemacht und auch erfüllt haben. Ich werde drei Wörter speziell hervorheben. Das erste Wort, das ist kennen. Das zweite Wort, das ist unüberbietbar. Und das dritte Wort ist seinetwegen. Es ist uns ja allen bewusst, es ist eins, runterzufahren, abzuchillen, Zeit zu haben. Oder aber Jesus zu begegnen, ihn zu kennen. Die eine Ebene mit runterfahren, Zeit haben, chillen, ist voll gut und es ist super, wenn wir das erleben können, unbedingt. Aber es muss doch nicht unbedingt viel damit zu tun haben, dass ich auch Jesus begegne und ihn kennenlerne. Und in diesen Wochen habe ich es immer wieder gehört von Leuten, die sagen, ja, sie genießen es, mehr Zeit zu haben und alles. Und ich habe immer gedacht für mich auch, aber hoffentlich haben sie auch, Jesus tiefer einfach kennenlernen. Was ist das unüberbietbar Grosse? Das ist er selber. Er sagt, seinetwegen. Seinetwegen. Das ist persönlich. Das ist mehr als einfach nur ein Glaube. Das ist mehr als nur eine christliche Denkweise. Das ist eben persönlich. Das ist wie, wenn ich mit Draht in eine Steckdose reinrecken. Ist etwas anderes, ob ich nur glaube, dass in einer Steckdose in einem Strom ist, oder ob ich persönlich, obschon ich den Strom nicht sehe, reinrecken und ich persönliche Erfahrungen mache. Und diese Beziehung beschreibt er als unüberbietbar gross. Diese Beziehung befriedigt mich, erfüllt mich,
bis in die tiefsten Tiefen. Sie ist, oder ins Kennen, ins Erleben, ist mehr wert als mit 10 oder mit 50 oder mit 100 Leuten zusammen zu sein. Nochmal, versteht mich nicht falsch. Es ist gut, wenn wir runterfahren können. Schön, wenn wir Zeit haben. Aber es ist etwas ganz anderes. Der Jesus kennenzulernen. Die Beziehung, die unüberbietbar, überwältigend gross ist. Schau, wir können worshipen, eine tolle Stimmung, eine tolle Atmosphäre erleben, ohne ihm zu begegnen. Wir können so viele christliche Regeln einhalten, ohne ihm zu begegnen. Ja, wir können sogar in der Jüngerschaft leben, ohne ihm zu begegnen. Ich werde den Gedanken noch schärfen. Wenn wir ihm begegnen, entsteht immer Bewegung. Ich werde das erklären. Dann tue ich das zweite Fenster auf. Und zwar gibt es die Geschichte, wo steht, dass Jesus 40 Tage in der Quarantäne, in der Wüste war. Und da werden uns in dieser, über diese Wüstenzeit werden uns zwei prägnante Aussagen gemacht. Und zwar steht es im Markus-Evangelium, dort steht es folgendermaßen: Dort blieb er 40 Tage und wurde vom Satan versucht. Und jetzt kommt's. Er war bei den wilden Tieren und die Engel dienten ihm. Beachte, in dieser Quarantänezeit, in dieser Wüstenzeit, ist Jesus von zwei Sachen umgeben, umkreist worden. Erstens von den wilden Tieren und zweitens von den Engeln. Und ich glaube, das ist ein gutes Bild auch für uns, je nachdem, wie wir die Zeit am Erleben sind, werden auch mehr umkreist, haben auch mehr Möglichkeiten. Und vielleicht, wenn du dein Leben jetzt reflektieren musst, dann merkst du vielleicht, es sind ganz viele so wilde Tiere um mich herum gewesen. Ich habe mir die nicht so angeschrieben. Aber du merkst nach dieser Zeit, mein geistliches Leben ist platt. Oder du merkst in dieser Zeit, ich habe mich dieser Kraft Gottes können aussetzen, genau gleich, einfach auf eine andere Art und Weise. Und ich bin lebendig mit meinem Jesus unterwegs, wie er und je. Und noch ein spannendes kleines Detail bei Jesus. Er ist ja versucht worden von Satan. Und ich sehe bei Satan alle drei Mal, er ist immer in einem frommen, charmanten Mänteli daherkommen. Aber Jesus hat sich nicht einlullen von ihm. Und jetzt kommt der Punkt, den ich gesagt habe, am Anfang oder vorher gesagt, ein bisschen pointiert. Zusammen sein mit Jesus führt immer zu einer Bewegung. Und zwar kommt nachher, gerade nach dieser Quarantäne oder Wüstenzeit, da sagt Jesus, der Geist des Herrn ruht auf mir. Da haben wir wieder die Ruhe. Aber es war eben eine andere Ruhe. Es war nicht einfach eine Ruhe, es ist sehr ruhig geworden und still geworden und Rückzug, sondern aus dieser Ruhe heraus ist die grösste Bewegung entstanden, die es je auf dem Planet Erde gab. Es war eine Ruhe und zur gleichen Zeit war in dieser Ruhe eine explosive himmlische Kraft, die so viel Kraftvolles in Bewegung gesetzt hat. Und ich werde dich challengen. Ich gönne dir die Zeit von der Ruhe, wenn du sie hast. Unbedingt. Genieß es. Zieh es ein. Aber ich werde dich eben challengen und sagen, hey, ich wünsche dir, dass du etwas von dem kannst erleben, wie es der Paulus ausgedrückt hat. Hey, ich habe Jesus kennengelernt, wie noch nie in meinem Leben. Und du erlebst die Ruhe. Und aus dieser Ruhe raus kann Jesus dein Leben brauchen. Auf eine ganz neue, kraftvolle Art und Weise. Das wünsche ich dir von ganzem Herzen. Hey, danke vielmals, Kise, für deine Kurzmessage. Mal schauen, ob meine Message eben so kurz wird wie deine.
Ich habe es auf dem Herz, um heute mit euch noch ein paar Gedanken zu teilen. Und zwar zu einem speziellen Thema, zum Thema Versuchung. Und ich finde es mega lustig, das ist wirklich nicht abgesprochen, dass der Küse über die Markus-Stelle geredet hat, wo Jesus in der Wüste ist. Und wenn ich so die Predigt vorbereitet habe, habe ich wie einfach aufs Herz bekommen, um auch über das Thema Versuchung zu reden. Und bin natürlich genau auch bei dieser Markus-Stelle gelandet. Aber ich möchte mit einem anderen Vers anfangen, um einfach das Verhältnis aufzuzeigen zwischen dem Feind, zwischen Satan und zwischen Gott. Und zwar lesen wir das in Johannes 10,10, wo es heisst, der Dieb kommt nur, um die Schafe zu stehlen und zu schlachten und um Verderben zu bringen. Ich aber bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen. Leben in ganzer Fülle. Wow, was für ein Vers. Hey, Gott ist gekommen, um uns das Leben zu bringen. Ich glaube, Versuchung, das ist etwas, das kennt jeder von uns. Egal aus welcher Kultur oder Religion du stammst, Versuchung ist in erster Linie mal nichts Geistliches. Ein kleines Beispiel. Zum Beispiel nimmst du dir vor, dass du nach dem Nachtessen nicht mehr essen willst. Jetzt kommen aber deine Freunde und bringen ausgerechnet deine Lieblings-Zweifel-Paprika-Chips. Das ist natürlich rein ein fiktives Beispiel und hat nichts mit mir zu tun. Und sie bringen ausgerechnet dein Lieblingsbier. Und jetzt bist du in der Situation der Versuchung, wo du entscheiden musst, willst du jetzt deinem Vorsatz treu bleiben oder wirfst du ihn über Bord und gönnst dir die Chips und das Bier. Ich glaube, alle Versuchungen zielen in erster Linie auf unseren Körper und auf unsere seelischen Bedürfnisse ab. Sie haben also im ersten Moment eigentlich nichts Geistliches an sich. Aber in dem Moment, wo wir ihnen nachgeben und sie zulassen oder sie machen, haben sie einen Einfluss auf unsere Seele. Und dann kommt vielfach auch eine geistliche Komponente dazu. Weil es führt eigentlich dazu, dass wir Sachen nicht mehr aus Liebe tun. Dass wir Sachen nicht aus Liebe tun zu uns selber, zu unseren Mitmenschen oder zu Gott. Und die Bibel nennt das dann zum Beispiel, oder nicht zum Beispiel, die Bibel nennt das Sünde. Also es heisst, es tut mich langsam zerstören. In dem Beispiel von Chips und Bier, wenn ich das einmal mache, dann ist das harmlos. Aber wenn das zu einer Gewohnheit wird in meinem Leben, dass ich das jeden Abend mache, dann schadet es logischerweise meinem Körper. Und es ist etwas, was ich nicht mehr aus Liebe zu meinem Körper tue. Beim Bier komme ich vielleicht sogar in eine Abhängigkeit, in eine Sucht hinein. Und so fängt es mich langsam an zu zerstören. Erinnern wir uns daran. Der Dieb, wieso kommt er? Er will zerstören. Und das hat Sünde so an sich. Und es gibt wie die drei Ebenen der Versuchung. Die erste Ebene ist mein Körper. Es tut mir einfach nicht gut. Die zweite Ebene ist, zerstört meine Seele. Ich fange an, ein schlechtes Gewissen zu haben. Ich fange mir an, einreden, ich kann es nicht, ich bin nicht gut, ich gehe immer wieder rein. Ich werde vielleicht launisch oder depressiv, es fängt an, meine Seele zu zerstören. Und die dritte Ebene, und das ist immer das Ziel von Satan, es zerstört meine Spiritualität, also es zerstört meine Beziehung zu Gott. Sünde hat immer die Folge, dass es meine Beziehung zu Gott nicht komplett zerstört, aber dass wieder etwas zwischen uns kommt. Ich mache dir ein kurzes Beispiel. Zum Beispiel, wenn du Workaholic bist. Also, du schaffst unglaublich gern und du schaffst eigentlich viel zu viel. Es hat einen Einfluss auf deinen Körper, logischerweise, dass du vielleicht müde, erschöpft bist, zu wenig ausgeruht bist. Es hat einen Einfluss auf deine Seele, dass du vielleicht dich definierst über deine Arbeit oder dass du nicht mehr schlafen kannst in der Nacht, weil du dir so Sorgen machst über deine Arbeit oder einfach, wie es anfängt in deiner Seele rumoren. Und meistens hat es dann auch eine Auswirkung auf deine Beziehung zu Jesus, dass du unzufrieden wirst, dass du ihn anklagst, dass du dir keine Zeit mehr nimmst für deine Spiritualitätsleben und so weiter und so fort.
Und im Leben von Jesus, glaube ich, können wir mega gut lernen, eben anhand von dieser Stelle, wie das er mit Versuchungen umgegangen ist und wie er die erfolgreich gemeistert hat. Und eins nehme ich da schon mal vorweg, ich glaube, es hat recht viel mit Identität zu tun. Lass uns reingehen, die drei Versuchungen, wo Jesus hat müssen face in dieser Wüste, wo er 40 Tage gefastet hat, wo nachher der Teufel gekommen ist. Und so die erste ist, ich bin, was ich tue. Versuchung. Lass uns lesen, Lukas 4,3, was heisst, da sagte der Teufel zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, dann befiehl diesem Stein hier, er soll zu Brot werden. Der Angriff kommt auch da über seinen Körper. Er hat gefastet 40 Tage lang und der Teufel sagt, mach etwas, nimm die Situation in die Hand, du bist doch Gottes Sohn. Tu dich selber und deine Bedürfnisse stillen. Es ist jetzt dran, ich meine, du bist hungrig. Oder auch von einer anderen Ebene, dass er sagt, hey, mein Jesus war bis daher recht unbekannt gewesen, dass er sagt, hey, die Leute werden dich anschauen nach dem, was du da hast. Und wenn du kannst sagen, hey, ich habe aus Stein Brot gemacht, dann hast du etwas vorzuweisen. Also die erste Ebene, du bist, was du tust. Und unsere Kultur stellt die Frage immer wieder, was hast du bis jetzt erreicht? Was hast du vorzuweisen? Und viele Menschen tun ihren Wert, ihre Identität an dem festmachen, was für Erfolg sie bis jetzt haben können erzielen. Nummer zwei, ich bin, was ich habe. Es geht um Besitz. Und das lesen wir Vers 5 und 6, was heisst, der Teufel führte ihn an eine hochgelegene Stelle, zeigte ihm in einem einzigen Augenblick alle Reiche der Erde und sagte, alle diese Macht und Herrlichkeit will ich dir geben, denn mir ist das alles übergeben und ich gebe es, wem ich will. Und der Teufel probiert da Jesus mit Besitz, mit Macht zu ködern und sagt, hey, du bist nichts, du kannst nichts erreichen, wenn du nichts besitzt. Und ich will dir den Besitz geben. Du musst mich nur anbeten. Und wie oft ist es auch so in unserer Kultur, dass wir Erfolg oder Identität an dem festmachen, was wir besitzen, wie viel das wir haben. Ich meine, die Werbeindustrie gibt Milliarden von Franken oder Dollar oder was auch immer aus, um irgendwelchen kleinen Kind zu suggerieren, dass wenn sie jetzt das Spielzeug nicht haben, dass sie nie werden vollumfängliches Glück erleben können in ihrem Leben. Das ist einmal crazy, was da für ein Aufwand betrieben wird, um uns vorzugaukeln, dass wir nur glücklich sein können, wenn wir das oder das besitzen. Bei den Erwachsenen ist es, glaube ich, so, dass wir uns oft vergleichen und schauen, was hat der für ein Auto, was hat der für Kleider, was hat der für einen Partner, was hat der für eine Ausbildung. Da ist mir gerade der Werbeslogan in den Sinn gekommen, Elite-Partner für Singles und Akademiker mit Niveau. Also da wird eine elitäre Ebene suggeriert, dass wenn du nicht Akademiker bist, dann bist du nicht in der Elite, dann bist du das gemeine Fußvolk. Auch das hat mit Besitz zu tun. Du bist, was du hast, was für ein intellektuelles Niveau wo du hast oder was auch immer. Und da vielleicht noch ein persönliches Beispiel von mir. Ich habe schon mehrfach erlebt, dass ich auswärts war, bin, go predigen. Und nachher Leute auf mich zugekommen sind, meistens ältere Herren, und mir ein Kompliment gemacht haben und sich ganz herzlich bedankt haben bei mir. Und dann mich gefragt haben, ja, wo dass ich denn Theologie studiert habe. Und ich habe dann gesagt, ja, ich habe gar nicht Theologie studiert. Ich habe einfach ein Jahr das ICF College gemacht. Und ich habe gerade gemerkt, in ihrem Blick und in ihrem Verhalten, wenn ich auf ihrer Skala von wow, mega cooler Typ auf nur so ein einfacher Typ gesunken bin. Und das hat in mir angefangen, etwas auszulösen. Und ich habe das Gefühl, ja, vielleicht muss ich jetzt auch ein Studium machen, dass mich die Leute ernst nehmen und so weiter und so fort. Einfach das zeigt so ein bisschen, was es mit uns machen kann, wenn wir anfangen, unsere Identität an dem festzumachen, was wir besitzen oder was wir haben. Die dritte Versuchung ist, ich bin, was andere von mir denken. Beliebtheit. Vers 9 bis 11.
Der Teufel führte ihn auch nach Jerusalem, stellte ihn auf einen Vorsprung des Tempeldachs und sagte, wenn du Gottes Sohn bist, dann stürz dich von hier hinunter. Denn es heißt in der Schrift, er wird seine Engel schicken, damit sie dich behüten. Sie werden dich auf ihren Händen tragen, damit du mit deinem Fuß nicht an einen Stein stößt. Das Eindrückliche ist, dass der Teufel da ein Zitat aus Psalm 91 macht, also er zitiert die Bibel und er macht Jesus doch den Vorschlag, er soll sich vom Tempel werfen, wo alle Leute in der Regel dort versammelt sind, dass Menschen sehen, wer er ist und was er kann, wozu, dass er fähig ist. Und ich meine, zu dem Zeitpunkt, wie gesagt, hätten die Leute Jesus noch nicht gekannt. Er hat noch nicht gewirkt, er hat noch kein Wunder da. Und eigentlich so PR-mässig kannst du nicht eine bessere Aktion machen, als Sohn Gottes vom Tempel runtergumpen und Engel tragen dich auf Händen davon. Und auf dieser Ebene probiert Satan, Jesus zu versuchen und anzugreifen. Und wie oft erlebst du oder erlebst ich, dass unsere Identität ein Stück weit von dem abhängig ist, was andere Leute über uns denken, wie beliebt dass wir sind, wie Kompliment uns regelrecht in einen Höhenflug versetzen können, hankerum aber Kritik uns mega kann Schaden zufügen. Und ich glaube, wahre Freiheit haben wir erst an dem Punkt erlangt, wenn wir einander nicht mehr vormachen müssen. Wenn wir einfach echt miteinander unterwegs sein können, mit all unseren Stärken und unseren Schwächen. Weil wir wissen, dass wir liebenswert sind, weil wir wissen, dass wir gut genug sind. Ich glaube, nicht wenige Menschen sind abhängig davon, was andere Leute über sie denken. Und das Krasse ist, Jesus hat all diesen Versuchungen erfolgreich widerstanden. Er hat das Wort Gottes zitiert und hat gesagt, nein, Satan, du bist ein Lügner, es ist nicht wahr, was du sagst. Weil es ist viel wichtiger, Jesus ist viel wichtiger gewesen, dass, was sein Vater über ihn denkt und was sein Vater über ihn gesagt hat. Als er kurz davor getauft wurde, hat er gesagt, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich wohlgefallen. Das war die Identität von Jesus. Und er wusste, dass sein Vater ihn versorgen wird und dass sein Vater für sein Recht kämpfen wird. Und so musste er selber nicht kämpfen und irgendwie sich probieren, in ein Licht zu rücken, was gar nicht nötig war, weil er gewusst hat, dass sein Vater an seiner Seite ist. Es ist so wichtig, dass wir unseren Wert und unsere Identität in dem Abba, mein himmlischer Vater, festmachen. Dass wir unsere Identität in dem finden. Weil Gott sagt zu dir, mein geliebter Sohn, meine geliebte Tochter, du bist gut, so wie du bist, und du bist genug. Du bist bedingungslos geliebt. Ich habe Freude an dir. Wenn wir merken, dass wir immer wieder so Versuchungen erliegen, wo wir eigentlich nicht wenn, dann hat es vielleicht damit zu tun, dass wir noch nicht in dieser Identität sind, von dem Vater im Himmel. Weil ich glaube, wenn wir wirklich in dem verankert sind, dann können wir diesen Versuchungen widerstehen. Weil wir zwar etwas sehen, was wir vielleicht gerne hätten, aber wissen, mein Vater meint es gut mit mir und er liebt mich und er will das Beste für mich. Und das ist so crazy. Jesus ist an das Kreuz gegangen, damit wir Freiheit erlangen, damit wir frei sein können. Und er bietet uns den Tausch an diesem Kreuz an. Das ist dort, wo seine Macht und Herrlichkeit kann sichtbar werden in deinem Leben. Gang mit deinen Herausforderungen, mit deinen Versuchungen, mit dem, was du vielleicht immer wieder scheiterst. Gang an das Kreuz und bring es Jesus. Und lass es bei ihm ab. Und er wird dir auf seine göttlichen Eigenschaften wird er dir in dein Herz hineinpflanzen. Seine göttlichen Gedanken wird er über dich denken lassen. Und das ist die Gnade und nimm die in Anspruch. Ich bete zum Schluss noch und ich werde ein Gebet formulieren, das du daheim auch kannst, vielleicht einfach mit deinem Punkt mitbeten. Jesus, es tut mir so leid, dass ich mich abhängig gemacht habe
von dem, was Menschen über mich denken. Und vielleicht kannst du jetzt dort den Bereich einfügen, wo dir jetzt in dieser Message aufgekommen ist, wo du merkst, wo du noch nicht in dieser Identität bist. Es tut mir leid und ich bringe es dir, Jesus Christus, an dein Kreuz. Ich lade es bei dir ab und ich bitte dich, dass du mir deine göttlichen Gedanken, Emotionen, Empfindungen und Wünsche in mein Herz hineinlegst. Im Namen Jesus Christus. Amen. So eine kurze Sache, die so kraftvoll sein kann und unser Leben verändern kann. Ich möchte dich einladen, das in der nächsten Zeit immer wieder zu trainieren, den Tausch am Kreuz, damit wir immer mehr in diese Identität hineinkommen, wo unser Vater im Himmel über uns denkt und über uns sieht. Danke, Grüße, danke, Nate, für eure Message und für euer Heartbeat. Das war es wieder mal bei Church at Home. Und die nächsten zwei Sündigen sind ihr hoffentlich auch dabei bei Unstoppable Church. Den Link seht ihr hier gerade eingeblendet oder auf unserer Webseite. Tschüss zusammen! Kamera läuft! Hallo miteinander! Hey, hallo zusammen! Und. Oh. Ja, er schneidet dann etwas raus aus dem. Genau! Und dann können wir es ja nicht weiter. Ja, kann man das nicht reinlassen? Jetzt fest. Also. Ah! Oh! Sehen wir es? Ja. Also, dann tue ich ein bisschen. Dann muss ich es mehr verdecken. Ah, gut. Und jetzt muss ich auch meine Notizen anschauen. Nein, aber nicht, dass nachher so amerikanisch überkommt. Weißt du, was ich meine? Oh mein Gott! Ah, das mit rausschneiden irgendwie. Mann, wo bin ich jetzt gelandet? Gepflegt. Ah, was mache ich noch? Kann ich Cut machen? Ich bin ja der Oberherr. Was ist denn? Nein, es ist ein blödes Wort. Es ist, nein, es ist mir nicht. Ja, sorry, was jetzt? Es ist wo un. Machen wir weiter. Ja. Läuft schon. Ja. Na ja. Wahnsinn. Tschüss. Also da rauslaufen, sorry. Ja. Hey wow. Hey wow. Hey wow. Hey wow. Wow. Und wir laufen. Wow. Hey, aber ich darf nicht laufen. Tschüss zusammen.